Wie erkennen eigentlich Spieleentwickler, ob du hackst und wie könnten wir das umgehen? Im letzten Video meinte ich ja, dass man einfach falsche Daten an den Spieleserver senden kann und er eigentlich nichts dagegen tun kann, da ja die Prüfung, ob deine Aktivitäten erlaubt sind, auf deinem Rechner stattfindet. Es gibt aber mehrere Wege, wie man Hacking in Spielen doch erkennen kann. Wenn wir doch so einfach die Spielinformationen abändern können, warum läuft da nicht einfach neben dem Spiel ein Kontrollprogramm, welches prüft, ob wir beispielsweise in den Arbeitsspeicher eingreifen oder gar das Spiel umprogrammiert, also gemoddet haben? Diese Form der Hackerkennung nennt sich Client-Side-Anti-Cheat, weil der Client, also der Nutzer, selbst die Prüfung übernimmt. Aber fällt dir hier nicht was auf? Wir prüfen selbst, ob wir hacken. Und hier könnten wir natürlich wieder eingreifen. Das benötigt zwar sehr viel Aufwand, ist aber rein theoretisch möglich. Es gibt allerdings auch Server-Side-Anti-Cheat. Hier prüft der Server, ob du hackst und das teilweise sogar mit künstlicher Intelligenz. Um das zu erklären, reicht die Zeit leider nicht aus. Folge mir also jetzt, damit du das Video dazu nicht verpasst.